Hallo ihr Lieben. Hola y buen domingo. Buen domingo, genau. Buen domingo. Wir haben heute Sonntag und wir haben unseren freien Tag. Sonnentag, ja. Sonntag. Wir machen heute mal nur einen kleinen Spaziergang durch Portichol. Genau. Und nehmen euch da mit. Ja. Und schauen einfach mal, was es wieder vielleicht gibt. Vielleicht gibt es ein paar neue Geschichten, neue Restaurants, neue Cafés, die geöffnet sind oder schon wieder geschlossen sind. Mhm. Wir gehen einfach mal ein bisschen spazieren mit euch. Und erzählen euch ein bisschen was, wenn wir spazieren gehen. Bis gleich. So, hier kommen die Boote schon wieder rein. Ist schon bei den meisten Feierabend. Siehst du es recht? Ja. Kommt so langsam. Der fährt hier in den Hafen rein. In den Hafen von Portichol, würde ich sagen. Ach, guck mal, das ist mir jetzt auch noch bewusst gar nicht aufgefallen. Da hinten sind ja auch Boote. Ich hatte immer irgendwie im Kopf nur, dass die Boote auf der linken Seite stehen. Aber stimmt, hier stehen kleine Boote. Ja, da kommen sie jetzt alle wieder rein nach einem schönen Tag, weil es heute Morgen relativ bewölkt war. Haben sie es natürlich noch gut ausgenutzt. Stimmt, heute Morgen war richtig bewölkt und jetzt ist herrlich wieder. Fast keine Wolke mehr am Himmel, ein paar wenige Wolken noch. Weißt du noch, Schatzi, hier hatten wir mal unser Hochzeitsfotoshooting. Ja. Mit der Silvia, weißt du, da standen wir irgendwo da. Ich weiß gar nicht, da sogar, wo die Palmen sind. Ja. Für eine Fotolocation. Ja. Eigentlich auch ein schöner Platz, ne? Genau, auf der anderen Seite standen wir da hinten. Irgendwo hier. Ja, richtig. Ja. Lang, lang war es her. Lang, lang. Da waren wir noch jung und agil. Knackig. Heute sind wir nur noch und. Knackig. Zeit vergeht. Eigentlich ganz gut heute mit dem Wind. Da die Wärme nicht so stark ist. Ja. Genau, das hatte ich im Kopf. Hier stehen die Boote an Land, wenn sie dann gerichtet werden. Gerichtet, genau. Hier links, den Restaurants, war damals auch mal ein Kunde von mir. Ja, waren wir jetzt aber auch noch nie drin zum Essen. No. In deinen alten Anzeigenverkäuferin-Zeiten. Ja, das war wirklich, glaube ich, ein Kunde. Ja. Relativ kurz, glaube ich, aber war ein kleiner Kunde. Und hier links, dieses Gebäude, das Häuschen ist ein so wunderschönes, passt gar nicht leider zu dem, ne, was dann links daneben steht. Das ist bestimmt ganz, ganz, ganz alt. Und ich glaube, ja, so alt gemacht. Nee, ich glaube, das ist alt. Ich glaube, das ist schon älter. Guck dir das mal an. Und daneben stehen dann halt modernere. Ja. Ich finde den Sonntag schön frei hier an Parkplätzen. Ja, erstaunlich. Erstaunlich, ja. Also daran sieht man auch, dass die Insel definitiv nicht so voll ist. Guck, weil normalerweise Strand ist selbst sonntags hier eigentlich kein Parkplatz zu finden, weil eben auch die Spanier kommen und die Einheimischen kommen. Und wir haben hier heute Parkplätze frei, selber auch einen Parkplatz gefunden. Relativ im großen schnell. Auto problemlos. Also daran merkt man dann, okay, selbst wenn wir es in Palma ab und zu nicht so registrieren, merkt man dann an solchen Sachen doch, dass die Insel weniger Touristen hat und auch wahrscheinlich auch weniger Spanier da sind, weil ja, ist einfach auch wenig los. Normalerweise wäre hier am Sonntag ist ja eigentlich immer voll. Den Strand an, wie wenig. Ja. Das ist ja höchstens 30%, 40%. Ja, normalerweise ist es voller, weil halt wie gesagt die Spanier auch kommen, die Einheimischen. Ja, schon extrem. Weil so heiß ist es heute nicht mehr. Also es kann nicht an der Hitze liegen, nein, dass die Leute nicht da sind. Ich glaube einfach ab September, dass es wieder runtergeht. Ne? Die Sommerferien sind meist vorbei. In Deutschland zumindest. Mallorca hat noch 2 Wochen. Aber ja, ich glaube, hat nicht Baden-Württemberg oder Bayern auch noch Ferien? Ich glaube, in Deutschland sind auch noch Ferien, weil jetzt ist ja 2 Bundesländer. Genau, weil wir sind ja jetzt kein Hochrisikogebiet mehr, ab heute. Ab heute, ab Sonntag. Und das heißt, dass theoretisch noch die 2 Bundesländer die Ferien haben, auch dann mit den Kindern, die noch nicht geimpft sind, nicht mehr bei Rückkehr in Quarantäne müssen. Das war ja bisher das große Problem, ja, dass die wohl zurück mussten und die Kinder waren noch nicht geimpft oder sie waren noch nicht geimpft, mindestens 5 Tage in Quarantäne mussten. Das ist jetzt seit heute nicht mehr so. Damit könnte es sein, dass im September vielleicht noch mal auch ein paar Familien mit kleinen Kindern, die noch nicht geimpft sind oder so, eventuell auf die Insel noch rüberkommen und uns besuchen könnten. Aber man muss sich immer mal wieder die Bilder auch ins Gedächtnis rufen, wie voll das eben früher war.
Weil nach den Monaten oder weit über einem Jahr jetzt mit sehr wenig Bewegung läuft man und es kommen einem Leute entgegen, man denkt, ach, da sind doch Leute da, aber es ist halt bei weitem nicht das, was es früher war. Und ich sagte dir zu dir gerade eben noch, nimm mal die Maske mit. Ich meine, du hast sie halt vergessen. Ja. Aber hier ist ja nichts an Menschen, nein, wo du denkst, du drängelst dich hier einfach durch. Richtig. Ja, und das ist wirklich so, wo ich immer das Bild hatte, wir am Sonntagabend nach Portichol, immer voll. Richtig, deswegen immer hatte Sandra voll. Gerade Angst, weil ich meine Maske heute mal nicht dabei habe. Ich habe sie einfach vergessen. Und das heißt ja bei uns hier, bei keinem Abstand muss man Maske tragen. Sandra hat sich Gedanken gemacht, weil sie Portichol von früher kennt, aber es ist absolut problemlos heute. Es ist wirklich tranquilo. Ja, das absolut. Wirklich. Angenehm. Ja, zum Spazierengehen für uns jetzt am Sonntagabend herrlich. Ja, das war ich, wie gesagt, am Sonntag immer vor. Also eigentlich sind wir früher am Sonntag immer gar nicht gerne hierher. Weil es am Sonntag immer wirklich richtig voll war. Weil eben zum Eisessen gehen, die Leute hier frei hatten. Nicht getraut. Und jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen quatschen, in der Hoffnung, dass wir die Musik etwas übertönen. Ja, das ist so unbekannte Musik. Weil, ich weiß nicht, ob das dann nicht YouTube trotzdem stumm schaltet, keine Ahnung. Weil das ist ja dann doch Musik. Machen wir mal ein bisschen Gas. Oder ich schneide es nachher raus, muss ich mal gucken. Wir sind ja nicht ganz live. Ja. Wir haben ja ein komplett renoviertes ehemalige. Was wie hieß denn das nochmal? So eine Tapas-Bar, eigentlich ja, ganz schlecht. Große Tapas-Bar. Waren wir zwei, dreimal drin. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. War aber ein ganz, ganz toller Enko. Laden. Das Enko war hier vorne. Am Enko sind wir, glaube ich, vorbeigelaufen. Ja. Es hieß, glaube ich, anders. Ah, dann nehmen Sie jetzt die Chance wahr. Aber war ein großer Laden, der jetzt lange frei war. Direkt ein Eckladen mit dem Portichol. Oh ja, komplett. Und jetzt scheint er weg zu sein und wird wahrscheinlich komplett renoviert. Ist aber auch eine mega Lage. Ja, direkt absolut. Über Eck. Wenig Terrassenplätze draußen, aber trotzdem über Eck und du hast halt einen direkten Blick aufs Meer von allen Seiten. Also es ist ein tolle Location. Heute war kein Baden angesagt, weil die Flaggen waren auf Gelb. Na ja, gut, Gelb heißt, glaube ich, Baden, wenn vorsichtig. Ja noch. Ja. Aber bedacht. Bedacht. War das denn nicht das neue Lokal, wo Kunden von uns sagten, da sollten wir mal unbedingt hingehen. Ja. Das richtig. Wäre vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut und man würde sehr schön sitzen. Innen drin haben wir uns das, glaube ich, auch mal irgendwann angeguckt. Wir haben es mal angeguckt, wo sie gebaut haben. Genau. Die hatten auch damals alles renoviert und neu gebaut und da haben wir mal reingeschaut. Waren wir aber auch noch nie drin. Ja gut, wir arbeiten einfach zu viel. Kommt, ja, es ist einfach 6-Tage-Woche, 6-Tage-Woche. Aber die Zeiten kommen wieder. Und dann am Sonntag muss natürlich meine Frau einen Haushalt machen. Ja. Da ist dann auch nichts mit rausgehen, wie sie es gehört. Als deutsche Hausfrau. Genau. Ja. Aber es ist auch schön und wichtig, dass man es einmal macht. Ja. 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 Doch, doch, sehr gut. Ja, danke. Bitte. Danke, Chiri. So, und hier passiert ja auch relativ viel. Das ist jetzt der Hafen. Gehört das jetzt schon Esmolinade? Das ist jetzt der Hafen hier und der wird da komplett umgebaut und abgerissen. Der alte Laden vom Ritchie, hier war früher Ritchie drin mit Eisberg. Eisberg, Wendt, der ist jetzt auch wieder offen mit irgendwas Neuem drin. Der war auch leer. Und ja, hier ist der alte Hafen. Da war doch das tolle Restaurant, wo viele Spanier saßen. Ja, das war ein ganz bekanntes Fischrestaurant. Oder Hafenrestaurant. Aber der Hafen wird jetzt hier in Esmolinar komplett neu gestaltet. Das ist eine Riesenbaustelle, was auch für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, weil eben die Anwohner, die hier alle wohnen, ja alle irgendwie für ihre kleinen Putzen 1 Million Euro heute bezahlen. Und nicht wollten, dass hier ein riesengroßer neuer Hafen hinkommt. Aber ich denke mal, mit dem Ständer ganz groß. Auf lange Sicht. Ja, ich kann mit dem Ständer sogar oben kommst drüber schauen. Oben drüber. Und ich kann vielleicht durch die Lücken gucken. So, also das wird ein komplett neu gestalteter Hafen. Achtung. Und ich denke, wie häufig aktuell gibt es viele Demonstrationen und viele sind dagegen.
Kannst du dich noch dran erinnern? Wir wollten eigentlich hier mal heute Crepe essen. Ist nicht mehr gerade. Ja, die machen wohl heute zu sonntags. Ja, hier saßen wir im... Das war der Laden, wo fast der Lockdown war bei uns, wo dann das erste Mal wieder die Geschäfte aufmachen durften. Und dann haben wir uns hier Crepes geholt im Lammertler de Bruce, haben wir uns Crepes geholt und haben uns auf die Mauer gesetzt, weil man noch nicht im Restaurant essen durfte. Ein tolles Eis, und, Kuchen haben wir auch gegessen. Tollen Kuchen, so ein Apple Crumble. Ja, der war toll. Super lecker, der war mega. Ah, die Bank gibt's noch, die ist jetzt eingeölt. Die Bank gibt's noch, ja, auf der Bank saß man, aber die sieht man jetzt hier nicht. Ja. Die Bank, die hier dahinter steht, das war unsere Crepe- und Apfelkuchenbank. Wann war das vom Timing her letztes Jahr? Was, war das nicht jetzt im Das Jahr war letztes Februar? Jahr jetzt im... Diesem Jahr? Das war jetzt in diesem dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir im Juli, August kurz aufmachen können. Dann war das dieses Jahr, Januar, Februar, wo wir da saßen. Richtig. Wir hatten ja dieses Jahr wurde ja die Gastronomie zugemacht. Mhm. Und dann aber nur nach 6 Wochen, glaube ich, war es, man weiß schon gar nicht mehr, wann was war, wurde es wieder aufgemacht. Und genau dann war das. Das war Anfang des Jahres, Januar, Februar irgendwann. Hier ist schon das komplett neu gestaltete Hafenbecken. Guck mal, total. Ja. Kernsaal. Also hier schon alles neu gestaltet. Aber finde ich toll, dass sie die alten Gemäuer, die sind auch mal Reessteine, stehen lassen. Ja, sieht so aus, als ob sie die stehen lassen. Das sieht so aus, als ob sie die nicht abreißen. Weil hier das komplette Hafenbecken ist neu gestaltet. Und die Mauer ist auch neu. Das heißt, die Mauer ist auch neu. Mehr, ne? Nein. Rechts. Nein. Ja, aber hier, wie gesagt, das wird wohl so gelassen, wie es aussieht. Hafenbecken ist komplett neu, modern gestaltet. Ein bisschen erinnert das an Cala Radiata, den Hafen, da von rechts, hinten, wo die Bänke stimmt. Sind. Ja. Auch komplett neu renoviert. Kein Punta Port, komplett neu renoviert. Wurde komplett renoviert. Sieht sehr schön aus. War das Restaurant von Sonja Kirchberger? Ist es nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht, ob es das noch ist. Auf jeden Fall, entweder ist es noch ihr Restaurant oder es ist es nicht mehr, keine Ahnung. Weiß ich aktuell nicht. Aber es ist auf jeden Fall komplett sehr neu renoviert. Wurde aber auch Zeit. Wurde aber auch Zeit. Also die Türen waren wirklich auch renovierungsbedürftig. Nehmen Sie die Chance gleich wahr, wie viele Besitzer, dass sie einfach sagen, ich mache jetzt ein bisschen was Neues. Ja, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Jetzt haben wir heute Sonntag, 18.10 Uhr. Und wir sind hier fast alleine. Und wir sind fast alleine. Da habe ich jetzt echt auch nicht mitgerechnet, dass es so... Dass es so ruhig ist heute. Kaum ist irgendwie Wahnsinn. Fahrradfahrer fahren, sonst ist ja auch die Hölle los. Auf dem Fahrradweg, auf dem Fußgängerweg. Wahnsinn. Sehr angenehm für uns. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir früher in Palma wohnten, an der Stierkampfarena und wir hier immer joggen waren, 200 Mal die Woche? Ja. Das war immer so unsere Joggingstrecke. Richtig. Bis hin zum Lorenzo und noch weiter raus bis zu dieser Klinik. Meistens mit dem Motorrad runtergefahren, Hand hoch im Koffer und dann hier geparkt. Ja. Weil es nie Parkplätze gab eigentlich. Ja. Und dann hier entlang am Meer gejoggt. Aber jetzt könnte man joggen. Damals mussten wir Slalom joggen. Also früher war das hier richtig voll und du musstest schauen, dass du nicht irgendwie die Leute umläufst. Heute ist es leer. Oh, guck mal hier. Da kommt was Neues hin. Mediterranean Residences. Da ist eine Straße gemacht. Guck mal, da ist eine Straße gemacht, ja. Das heißt, die haben dann ihre eigenen Straßen. Ja. Und das haben wir letztes Mal schon gesehen, dass das da kommt was Großes hin. Wahrscheinlich Mehrfamilienhaus. Ja, hier möchte auch jeder hin. Also ja, hier möchte jeder hin. Molinar, Porticciol sind so Orte von unseren Kunden und Bekannten, die wollen alle hierher. Du bist ja nah an Palma. Genau, unsere ganzen lieben Kunden, die sich das hier leisten können. Wir sind aber nur ganz arme Würstchen gegenüber denen und können uns das nicht leisten. Weil hier wohnen, da musst du schon... Also sich das hier leisten können, ja, dann brauchst du schon aber den Blick hier gutes Geld. Leisten. Mhm. Einen Blick. Ein Blick. Wird aber auch an allen Ecken hier renoviert. Nächste Haus, das renoviert wird.
Das haben wir dieses Jahr festgestellt, haben auch einige unserer Leute gesagt, Palma wird viel renoviert, viel gemacht. Wir hoffen ja alle, dass es nächstes Jahr wieder normaler losgeht. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich schätze mal, dass hier vorne in der ersten Linie Port del Sol, müsste mal recherchieren, aber ich glaube, unter einer Million ist ja, glaube ich, fast nichts zu bekommen. Ja. Wir reden nicht von Peseten. Hier merkst du jetzt eine steifere Brise. Ja. Aber auch links, wo, denk mal, das bisschen was vermietet ist schon. Die Auslastung soll ja relativ groß sein, die Airbnb- und Fevo-Vermietungsquote. Ich denke sowieso, dass dieses Jahr die Quote generell von Wohnungen und so relativ hoch ist, weil man weiß auch, dass viele Leute momentan privat mieten wollen. Es waren ja auch dieses Jahr, glaube ich, bis Juli so viele Privatflieger hier auf der Insel wie 2019 im ganzen Jahr. Also, ich sag mal, die Leute wollen gerne allein in ihrem Haus sitzen oder fliegen auch gerne mit dem Privatflieger her, die, wo sie es leisten können. Ja. Und dementsprechend ist auch dieses Privatvermieten dieses Jahr großes Thema. Was ja eigentlich auch ein bisschen gut ist für uns und für unser Geschäft. Weil das sind ja meist die Leute, die Lust haben, sich mal eine Flasche Wein zu kaufen. Ja, klar. Oder einen Gin zu kaufen, eine Terrasse. Also der Trend ist vielleicht gar nicht schlecht für uns. Ja, der Trend ist für die Insel nicht schlecht, wenn es ein bisschen mehr auf Qualität geht. Wobei man trotzdem, ja, ich bin immer ein Freund davon, Qualität ist gut. Man darf trotzdem das andere auch nicht vernachlässigen, also irgendwie eine schöne Mischung aus allem ist, glaube ich, das Richtige. Ja, genau. Dieses Jahr der Trend halt ganz stark, auch viele junge Leute. Das wird sich vielleicht ab September ein bisschen ändern. Hoffen wir auch, ne? Ja gut, klar, die Jungen wollten jetzt alle während den Sommerferien, die wir uns zur Schule gehen, weg. Ja. Wollten mal rauskommen, wollten Urlaub machen. Dann waren es viele Franzosen. Das lag, glaube ich, daran, dass Mallorca somit das erste Urlaubsziel war, das von Frankreich aus aufgemacht wurde. Mhm. Und dann wollten die Leute natürlich auch weg. Dann hat man natürlich gemerkt, was wir vorher schon hatten, dass viele Leute dadurch, dass sie kleine Kinder hatten, nicht kamen, weil sie eben in Quarantäne mussten. Was halt auch bedeutet, wenn das Kind in Quarantäne muss, muss einer von den beiden Erwachsene auch gleich mit den Quarantäne. Und dementsprechend hat man das schon gemerkt, ein bisschen ein Wandel im Tourismus. Aber man wird erst im Laufe des nächsten Jahres merken, was sich wirklich dauerhaft ändert, was eine temporäre Änderung ist und in welche Richtung es weitergeht. Eigentlich wirklich herrlich mit dem Wind. Lässt sich's gut aushalten. Heute sind sie leider nicht da. Wer? Ja, irgendwann vor 2-3 Jahren waren wir mal vor Corona doch hier spazieren. Da haben doch hier die Mädels an der Stange Pole Dance geübt. Ja, die hatten hier draußen. Das ist schon so lange her. Ja, na klar, das war weit vor. Das war weit vor Corona. Ja. Also muss es schon gut 3 Jahre her sein, wo die da draußen geübt hatten. Ja. Aber na, den Boden haben sie immer noch nicht gerichtet. Nee, den haben sie immer noch nicht gerichtet. Oder sogar hier mutwillig. Der wird immer mehr. Ja, das wird immer mehr. Ja, gut, wenn es anfängt, Kinder spielen einmal abzublättern, damit und dann geht er immer mehr weg. Die Natur erholt sich hier schön, ne? Ja, alles grün. Sieht ganz toll aus. Wenn man das auch ein bisschen schützt und pflegt und hegt, das sieht doch super aus. Und erst nachher, wenn wir wieder hinter der Brücke, ich bin Schwabe, ich darf das, wenn wir nachher hinter der Brücke sind, dann kommt wieder Gastronomie. Ja, hier ist jetzt ein relativ weiter Weg. Ja.
Da vorne kommt da mal wieder ein Laden. Was heute nicht da sind, sind Kitesurfer. Ja, jetzt so ein paar Segler. Ja, Segler, ja. Aber nicht viel, obwohl relativ gute Welle ist, ne? Normalerweise hat es hier auch immer relativ viele Kitesurfer, die fällen aber heute. Na, vielleicht ist der Wind heute woanders besser als hier. In Alcudia? Ja. Da, oder Poyenza, da gibt es ja die Schulen da. Da ist ja immer, genau, das sind auch ja. Die Kitesurf-Schulen, da ist ja immer unheimlich viel Bewegung, was Kitesurfen, Windsurfen und so betrifft. Café des Chori. Das sieht aus wie. Da gibt's schon lange. Immer? Ja. Da ist auch nichts gemacht worden. Waren wir auch noch nie? Nee. Naja. Es gibt so viele Sachen auf der Insel, dass man bei weitem nicht alles gemacht haben kann. Das ist hier unten drin, doch bestimmt auch nur eine Wohnung, ne? Ja, sieht das war ein privat. Sieht eigentlich abgehängt aus, als ob ein Geschäft drin wäre. Ist aber rein privat. Ja, aber da oben rechts sind auch welche. Und wahrscheinlich abgehängt. Ja, da oben ist auch nicht so schlecht. Ja, das ist dann auch einfach Vermietung. Wir machen jetzt einfach mal kurz Pause. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, gucken einfach auch mal, was hier sonst abgeht. Genau. Und dann kommen wir gleich wieder zu euch. Wir sind doch nicht mehr über die Brücke gelaufen. Wir wollten euch dann doch nicht mehr mit noch mehr Ansichten vom Meer von Portici langweilen. Nein, weil einfach auch nichts los ist. Ja, sonst normalerweise kannst du da was sehen, da was sehen, da was sehen. Ich meine, auch schön ist es mal eine halbe Stunde lang nur Wasser zu hören. Gar kein Thema. Zu sehen? Aua, die schlägt mich schon wieder. Und Wellen zu sehen. Aber wir sind jetzt noch mal ein Stück weiter raus und gehen jetzt wieder zurück. Und wollen auch noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Ja, noch nicht Untergang. Noch nicht Sonnenuntergang, das dauert noch ein bisschen. Bis um 8 oder so, ne? Ja, 20.30 Uhr oder irgendwas ist jetzt die 20.30. Sonnenuntergang. So irgendwas, okay. Irgendwas nach 20 Uhr. Ja, 9 ist es dunkel. Mhm. Jetzt geht es schon auf Herbst zu. Genau, wir sind jetzt wieder fast zurück im Auto, haben euch ein paar Eindrücke gezeigt. Und Hören lassen, sehen lassen. Das Übliche, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf YouTube folgt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr uns treu bleibt. Und wenn wir euch hoffentlich alle mal im Cangomé in Palma sehen. Ja, kommt her! Wie gesagt, Hochrisikogebiet ist nicht mehr, also auch keine Quarantäne, egal, auch wenn nicht geimpft. Also alles viel einfacher. Und ja, ihr habt gesehen, Mallorca ist schön. Mallorca ist nicht so voll. Also wer es kann, sollte es sich jetzt eigentlich mal auch nochmal gönnen, wenn es geht. Weil es wirklich, wirklich gut ist. Dann schwenkt nochmal um. Moment, umschwenken. Moment, da muss ich einmal hier umschwenken. Hallo? Geht es in der App nicht? Nein, geht nicht. Umschwenken während der Aufnahme ging nicht. Dass wir euch Tschüss sagen, dass ihr uns nochmal sehen könnt. Uns geht soweit gut. Ist immer so, meine Frau schlägt mich immer. Hause fahren. Und wir werden uns irgendwas Nettes zum Essen machen. Und ich muss die Polizei rufen, weil ich geschlagen werde. Das ist immer so bleib mit meiner gesund. Frau. Mach's gut, tschüss, ciao, tschüss, ciao. Schnell weg, bevor ich wieder geschlagen werde.